So, dann landen wir jetzt hier auch in der Wisdom Academy. Mal sehen, mit welchen Leuten wir da jetzt reingehen. Wir haben jetzt eine etwas größere Auswahl sogar schon. Wir haben eine massiv große Auswahl. Oh mein Gott, ich habe vergessen, mein Aussehen anzupassen. Wir kommen nicht mehr zurück. Wir nehmen einfach mal Edi mit für ihren ersten Einsatz und Garrus. Unsere Leute kleiden wir einfach immer mal durch. Garrus. Wo kommt das Baby hier? Mit ein paar Upgrades. Und lieber das hier, das ist stärker. Ich nehme das. Und Edi haben wir auch das erste Mal dabei. Wir haben immer noch keine besseren Sekundärwaffen. Ist halt leider schade. Ich hätte gerne nur langsam mal. Ich hätte gerne mal was. Hör mal mit Garrus an. Turianischer Rebell, das gehen wir erstmal hoch. Erhöhter Bonus auf Waffenschaden. Ja, klar. Sturmgewehrschaden. Annäherungsmine. Also ich sehe Garrus als unseren relativ guten Sniper, deswegen habe ich seinen Damage allgemein ziemlich gepusht. Dafür haben wir nicht mehr genug Punkte. Jetzt machen wir bei Edi unabhängige KI. Mehr Schildbonus. Techschaden. Und das. Verteidigungsmatrix ist eigentlich nicht schlecht. Verringert erlittenen Schaden um 5. Erhöht Schildgeneration um 30. Wenn Panzerung abgeleitet wird. Lieber Grundschaden. Reduziert Schildauflade. Verzögerung um 15%. Techkraft. Nehmen wir die Techkraft erstmal. Können wir uns auch noch nicht leisten. Wir gehen einen in Tauschkörper rein und einen in Überlastung. Und dann, na komm, machen wir noch den zweiten hier in das. Und dann können wir anfangen, auf die Grimson Academy zuzufliegen. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Gut, wir werden uns nach der Mission auf jeden Fall umziehen. Ich habe keine Lust mehr, so rumzulaufen. Das war ein cooler Move. Na gut, Joker. Komm und hol mich.
Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. Gut, Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Dann müssen wir uns beeilen. Wir sollten sie retten. Die Handgranaten sind so geil. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orion-Halle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orion-Halle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Das hoffe ich. Ah, ich wollte mich da drin umsehen. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orion-Halle. Da kommen wir leider nicht durch, nehme ich an. Ihr Monster. Scheiße. An den abgeprallt. Ja, wir müssen uns hier auch umgucken. Rohstoffe? Geld ist wichtig gerade. Na gut. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Wir retten sie. Hoffe ich. Ich hoffe es. Beeilen wir uns. Hausaufgabenkorrektur.
Gegner ohne Schilde nähern sich auf 2 Uhr. Gegner mit Schilden nähern sich auf 12 Uhr. Beide sind mit schweren Pistolen bewaffnet. Effektivste Methode, sie auszuschalten, ihre Antwort, Schockwelle. Korrekte Antwort, Signalität, gefolgt von Warp. Kommentar des Ausbilders. Schockwelle gegen Gegner mit einem Schild nicht effektiv. Ihre Barriere hält gegen schwere Pistolen lange genug, damit eine Signalität beide erwischen kann. Dann Warp auf das instabile biotische Feld, das die Singularität erzeugt hat. Löst Explosion aus. Beide Gegner neutralisiert. Warte, Warp? Singularität und dann Warp? Okay. Sie brauchen uns und wir brauchen sie, wenn unser Plan Erfolg haben soll. Persönliches Log. Fortschritt der Studenten. Die Kinder werden bei der ganzen Scheiße immer besser. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir genug Zeit haben werden, um diese Sachen durchzuziehen. Und ohne viel mehr Training können sie da draußen einfach nicht überleben. Nicht ohne jede echte Erfahrung im Feld. Ich gebe mein Bestes, um sie vorzubereiten. Hätte nie gedacht, dass mir mal so viel an jemanden liegen würde. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen jemand was antut. Diese Kinder gehören mir. Mir. Da müssen wir lang. Hier was? Nee. Doch. In diesem Moment befinden sich auch Allianz-Soldaten auf der Station. Sie geben vor, ihnen helfen zu wollen. Aber in Wahrheit gefährden sie nur ihre Sicherheit. Bitte riskieren sie es nicht, ins Kreuzfeuer zu geraten. Ergeben sie sich jetzt. Mathe-Genie. Das ist auch wichtig, gerade für Berechnungen. Und ihr knallt die Person einfach ab. Es tut mir leid. Da liegt eine neue Waffe. Das ist die neue. Oh. Die ist ein bisschen schlechter. Wir nehmen die mal mit. Warte, die Eske. Doch, das müsste die sein. Waffe freigeschaltet, M22 Escavator. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, meine Lieblingssturmgewehr. Madoc! Ja, M22 Escavator. Die müsste aber schwer sein. Ja, die ist schwer. Dann tun wir die Pistole mal weg. Ich will nämlich das Baby hier mitnehmen. Garrus? Ne, du bleibst eigentlich tatsächlich dabei. Ich habe immer noch keine Pistole oder Maschinenpistole. Die hat nur 3 Schuss, die Schrotflinte. Achso. Verdammt, sie ist verletzt. Sie braucht sofort Hilfe. Seine Schwester. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Alles danke. Gut. Das ist gut. Dann ruhe dich kurz aus und geh zu deinem Bruder. Der wird sich freuen. Durch. Wir
Shepard! Okay, ich bin gerade positiv überrascht, dass Jack ist Lehrerin. Bereit machen, da kommen noch mehr. Jack ist Lehrerin hier. Das ist ja wunderbar, das ist wirklich für Jack wie gemacht. Eine der stärksten Biotikerinnen, die es je gab. Unterrichtet hier andere Biotiker. Das ist wunderbar, das ist traumhaft. Und sie trägt endlich mal ein bisschen mehr. Sagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Damit sagen Sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sich ja alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. So charmant wie immer. Schön, Sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... Theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen sie es vielleicht hin. Aber? Als Unterstützung wären sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie Ihnen das gesagt? Nein. Sie müssen überzeugt sein, dass ich an Sie glaube. Das habe ich aus Ihren Ansprachen gelernt. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids... Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Warum sind diese Studenten so wertvoll? Biotisch meine ich. Was ist schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fetzen.
Laugt sie das nicht aus? Doch, aber wir haben hart an der Verbesserung ihrer Kondition gearbeitet. Wenn sie sich beschweren, erzähle ich von der Kollektorenbasis. Husks herumschleudern, überall Schockwellen freisetzen. Ach, ich dachte ständig, verdammt, soll sie doch der Salarianer zu Tode quatschen. Warum sind diese... Was ist schlimmer als ein... Wie ein biotischer... Wollten Sie nicht auf Pragia genau das endgültig unterbinden? Nein, und das wissen Sie. Cerberus hat auf Pragia Kinder gefoltert. Meine Studenten sind älter und freiwillig hier. Und Schmerzen gibt's nur für die bösen Jungs. Bleiben Sie hier. Wir bringen Sie raus. Gut. Okay. Hätte ich vorher gewusst. Wir müssen Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen. Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Ich habe ihn gefunden, aber wir gucken uns erstmal um. Also, hätte ich vorher gewusst, dass Jack hier ist, hätte ich Liara mitgenommen. Wobei... Die haben sich auch nicht so viel gesehen. Glaubst du wirklich, dass wir sie rausschaffen? Aber natürlich. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Unsere Lehrerin hat also mit Commander Shepard zusammengearbeitet? Das ist echt krass. Ja, ich frag mich, warum sie das nie erwähnt hat. Noch ein Dialog? Wenn wir hier rauskommen, will ich an den Strand. An welchen Strand denn? Ilium. Hotel Azur hat einen Urlaubsstrand mit Wellen und allem drum und dran. Und überall einsame Asari-Mädchen, wohin du auch schaust. Aber nur wenn die Reaper Ilium noch nicht angegriffen haben. Wenn du weiter so denkst, wirst du auf dieser Station sterben. Du musst dir ein Ziel suchen und darauf hinarbeiten. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Vielleicht ein paar heiße, blaue Alienfrauen. Hey, wenn du nicht auf Asari stehst, kannst du auch... Ich weiß nicht. Die Galaxie ist groß. Ich brauche nichts von da draußen. Okay, aber was brauchst du denn? Hey, wenn das alles hier vorbei ist, könnten wir auch mal einen Kaffee trinken gehen, oder so? Bist du sicher, dass ich nicht bloß deinen Strandurlaub stören würde? Wenn du das grüne Kleid von Hollys Geburtstagsparty anziehst, kannst du stören, was du willst. Ich denke, das kriege ich hin. Gut, dass du es rechtzeitig gerallt. Ist es mal gut, Edi? Kannst du stehen bleiben? Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Da Sie jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Ihr hattet schon da vorne eine Chance gehabt. Jack ist gut. Da unten ist nix. Ja, Jack, bezaubernde Schüler hast du da. Prioritätsziel. Student-ID 12-5 Prangley. Status Priorität Alpha, um jeden Preis Leben ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahlen bei Test und beim Test der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserung für folgende Langzeitinfiltration. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Ja, das heißt wohl wieder nach da oben. Irgendwo hier? Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen.
Aufdrücken. Okay, Muskelkraft. Bereit machen. Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns. Wir sind im oberen Geschoss und wir haken diese diese Typen von dort. Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Ich hab euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt draufgeht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Academy, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Pff, Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's. Ah, Jack wieder dabei zu haben, wird mich freuen. Sollten wir dann direkt auf eine Mission mitnehmen? Jack ist immer so angenehm. Shit, die Schildkerle nerven. Ah, Briefschlitz. Bereit zum Einsatz? Ja, verdammt. Oh. Gut, jetzt werden wir von Biotikern supported. Das ist gut für uns. Oh shit. Wo ist der jetzt hin? Oh mein Gott, der Mech muss weg. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo unsere Leute sind. Wo sind Gareth und Eli? Da ist der Eddie. Ach, ein Täuschkörper. Oh nein. Ah, ich verliere echt den Überblick gerade, wo meine Leute sind. Wir können durch diesen Seitenbereich. Missionsauftrag. Prangley und Rodriguez. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich, falls nicht, Leichen für Gentests zurückbringen. Zusatz zur ursprünglichen Auftrag. Subjekt Zero soll für den Test und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelles Psychoprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgsversprechende Strategie vor. Ihr Monster. Kaylee, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Sehr ordentlich, Prangley. Ich liebe die Handgranaten in dem Spiel.
So geil, dass wir welche haben. Ich glaube, da hinten habe ich nichts übersehen. Oh Gott, Gareth, I'm sorry. Alle okay da oben? Oh shit! Problem ist, Rodriguez hat sich also selbst verletzt. Das heißt also, ein Biotiker fällt schon mal flach. Kurz gucken. Da liegt nicht noch irgendwo ein Item, ne? Nee. Okay, dann schnell weiter. Ich mag den Namen Octavia. Wow, und Granaten sind durch das Schild durchgefallen. Ich dachte, die würden abprallen. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Wurzel aus 906,01 ist gleich 30,1. Hallo, Commander Shepard. David, du kennst ihn? Ja. Er hat mich vor Cerberus gerettet. Und hierher geschickt. Es ist still jetzt. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Er sieht gesünder aus. Ich erinnere mich. Der Normandy-Computer. Tut mir leid. Keine Entschuldigung nötig. Ist es schön an der Grissom Academy? Ja. Ich habe gezählt. Irgendwas Spezielles? Die Tage, die mein Leben durch sie verlängert wurde. Das Sicherheitsbüro. Schloss ist gehackt. Waffen. Viele Waffen. Leben Sie wohl. Ich bin froh, dass wir ihn damals gerettet haben. Das war die richtige Entscheidung. Es ist schön, dass es ihm gut geht. Gut, was haben wir hier? M96 Madoc. Welche haben wir jetzt hier? Die 2. Hä? Also, eigentlich nur die gleiche Waffe. Ach, Waffen-Upgrade. Okay, wir haben jetzt sozusagen Stufe 2. Oh, wait. Ich kann das jetzt nachholen, das heißt, ich weiß auch nicht. Haben wir hier vielleicht, nee. Wir haben keinen Schrotflinten-Upgrade, das war schon eine eigenständige Waffe. Okay, wir haben Upgrade erhalten. Gut zu wissen, dass sowas auch geht. Okay, hier ist Docking, ich denke, hier werden wir aber auch schon kämpfen müssen. Papiere, Briefe. Warum sollte man auch Briefe schreiben in, ja gut, warum nicht? Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Also irgendwas stimmt mit Edis Körper nicht so ganz. Irgendwie ist sie vielleicht doch etwas dümmer. Oder die Normandy ist so weit weg.
Gut, diesmal hat es geklappt. Priorität Alpha um jeden Preis lebend ergreifen, Rodriguez. Sehr hohe Punktzahl bei Eignungstest, biotische Fähigkeit begrenzt, aber dennoch perfekter Kandidat für Indoktrination, Verbesserung im Rahmen von Phantominitiative. Mein Atlas! Warte mal, warum kann ich ihn nicht benutzen? Oh, die Scheibe ist kaputt, okay. X ist aussteigen. Okay, F ist Nahkampf. Komischer Sound hier drin. Kein Problem, wir haben hier immer einen Atlas. Das hat er weggetankt. Shit. Okay, ja, das heißt cool. Oh, hoppla. Wir sind gleich startklar. Oh, ein Atlas. Oh, können wir denn nicht mit auf die Normen die nehmen? Bitte. Ich guck mich nochmal ganz kurz um. Beeilung, Commander. Die Normen, die hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Warum habe ich beim Rennen so ein weibliches Atmen? Eigentlich habe ich Shepard doch als Mann erstellt. Bye bye. Ja, dann hauen wir ab. Kaylee, wie geht's voran? Shuttle ist entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Ah.
Wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich hab sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind sie doch schon bereit. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A! Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich! Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja. Danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Gut, wir werden jetzt nochmal sämtliche Dialoge durchgehen. Und ja, danach gucken wir mal. Danach geht's erstmal zur Zitadelle, würde ich sagen. Ausstatten, mehr Quests abholen und dann Caden besuchen. Und Zane. Gut, wir haben niemanden weiteren zum Reden. Also, ob er was zu sagen hat? Ja, Commander. Nein. Das ist alles. Natürlich, Commander. Wir wissen ja nicht, wer jetzt neue Dialoge hat, deswegen gucken wir mal. Allianz! 103. Marinedivision. Ah, die wurden jetzt verstärkt mit den biotischen Studenten. Das ist super. Und Kaylee Sanders. Wurde auch gut verstärkt. Und wir haben immer noch was. Oh, wir haben Jack. Jack alleine gibt 25 Punkte. Heißt das, wir können Jack nicht mitnehmen? Auf Mission? Ich würde Jack gerne wieder auf Mission mitnehmen. Naja, müssen wir mal gucken. Na, habt ihr wieder was zu sagen? Wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir alle Spezies aufsuchen, die sich zurückgelehnt haben, während wir bluten mussten und es ihnen heimzahlen. Na, das ist ja ein toller Plan. Noch mehr Krieg. Das stimmt aber ein bisschen. Nicht bluten lassen, aber andersweitig. Müssen die helfen beim Aufbau. Und ihr seid die beiden, die Joker am liebsten oder hätte aus der Luftschleuse geworfen. Vielleicht, maybe. Naja. Commander, Sie haben eine verschlüsselte Nachricht von einer Miranda Lawson. Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn Sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke, Commander. Kann ich? Commander? Und Joker und Edie? Natürlich müssen wir uns auch noch umziehen. Miranda Lawson! Wunderbar! Wird auf jeden Fall uns auch beistehen. Hundertprozentig. Jack,
Jack ist also Ausbilderin? Dann endet wohl jeder, der sich mit biotischen Kindern anlegt, als Fettfleck auf dem Boden oder an der Decke. Oh, und den Angriff auf die Akademie hat Cerberus durchgeführt. Das muss für sie wie Weihnachten gewesen sein. Jedenfalls war es gute Arbeit, sie rauszuholen. Sie haben beeindruckende biotische Kräfte eingesetzt. Gut, wir könnten ein paar Schwergewichte in der Biotikabteilung brauchen. Für sie wäre es auch gut. Biotiker werden häufig diskriminiert. Wenn sie die Galaxie retten, überwinden die Leute vielleicht ihre Vorurteile. Es überrascht mich, dass sie darauf sensibel reagieren. Hey, ich hab's nur satt, dass sie Leuten mit echten Behinderungen die Show stehlen. Ich brech mir Rippen, wenn ich schneuzen muss. Mit Geisteskraft Gegenstände zu bewegen, ist keine Behinderung. Er hat recht. Commander? Commander? Es ist schön, dass Jack die Reaper-Invasion bis jetzt überlebt hat. Ich habe amüsante Erinnerungen an ihre Versuche, meinen Berichten an den Unbekannten eigene Ergüsse hinzuzufügen. Bei den meisten davon ging es um die unangebrachte Verwendung des Wortes Steuerknüppel. Hallo, Shepard. Hallo, Shepard. Wow. Wie kindisch, ey. Ah, ich mag Joker. Super sympathisch. Gut, Sie haben neue Nachrichten, Commander. Ja. Das ist aber das, was wir zuletzt in der Folge machen. Erstmal ziehen wir uns um. Sieht gut aus. Keine Ahnung, ob wir uns wieder Fische holen wollen. Hallo? Diesen Pullover kriegen wir umsonst. Okay, kein Helm. Ich will keinen Helm. N7. Wir haben noch nicht alles frei. Ja, machen wir so eine Mischmaschrüstung. So, das ist auch der Kapuzenpulli, den wir von Edi und Joker geschenkt bekommen haben. Crew Deck. Ah, die Tafel macht mich nervös. Wer bist du? Das will ich nochmal sehen. Oder auch nicht. Ich bin froh, dass Garrus wieder da ist. Ich wollte ihm bei seinen Narben helfen, aber er scheint sie tatsächlich zu mögen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Passen Sie auf sich auf, Commander. Ich vermute einfach, dass sie gut bei den Frauen ankommen. Gerade bei so einem Kriegervolk. Ich frage mich ja immer noch, was das jetzt sind. Das sieht aus wie so... halt Kapseln zum Einfrieren. Kein Gespräch? Okay. Mit das Schlimmste an diesem Krieg ist, die Reaktion der Kinder beobachten zu müssen. Wenn sie Glück haben, sind sie mit der Überzeugung aufgewachsen, dass die Galaxie im Grunde eigentlich ganz anständig ist. Hier und da ist es mal ein bisschen unruhig, aber zum größten Teil hat das Leben durchaus Sinn. Und jetzt finden sie heraus, dass das alles eine Lüge war. Sie wachen auf und sehen diese Dinger in der Dunkelheit, die jeden vernichten wollen, an dem ihnen je etwas gelegen hat. Wenn sie überleben, wird es da draußen jede Menge wütender Waisenkinder geben, die nach Antworten suchen. Das Leben wäre nicht vollständig, ohne Jack nochmal zu sehen. Schön, dass sie jetzt nicht mehr als gefährliche Irre gilt, sondern nur noch als leicht geistesgestört durchgeht. Wobei man zugeben muss, dass sie Cerberus schon damals durchschaut hatte. Ich hätte ihr vielleicht sogar zugehört. Aber ich habe wegen ihrer Tätowierungen jedes Mal Kopfschmerzen bekommen, wenn sie den Raum betrat. Sieht aus, als hätten wir Cerberus erneut geschlagen. Glauben Sie, der Unbekannte feuert seine Lieutenants nach so einem Versagen? Oder stellt er sie einfach nur an die Wand und bringt es hinter sich? Ich wünschte, es hätte in meiner Jugend eine Grissom-Akademie für Turianer gegeben. Ich wollte immer schon lernen, wie man malt. Heute beschmiere ich hauptsächlich Wände mit Reaper-Blut. Das ist zwar nicht dasselbe, aber auch davon kann man leben.
Ein andermal vielleicht. Komische Sichtweise. Man malt auf der Grissom-Akademie? Ah. Oh. Ich glaube nicht, dass es Miranda... Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Habe ich vergessen. Ob Miranda zufrieden damit ist, dass ihr Raum hier weggenommen wurde? Es war schon seltsam. Eine ganze Akademie nur für biotische Kinder. Haben Asari keine Biotikschulen? Jede Asari-Schule hat biotische Ausbildungsprogramme. Das gehört zur Grunderziehung. Trotzdem waren die Kinder in der Akademie sehr beeindruckend. Jack ist bestimmt sehr stolz. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Schön, Sie wiederzusehen, okay. Shepard. Oh. Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, das er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, oder der um sein Volk trauert, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Was muss dieser Proteaner alles gesehen haben, wenn sie die Technologie hatten, jemanden mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren? Es ist kein Wunder, dass sie so etwas wie das Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihm Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin, wann werden wir je wieder die Chance haben, so viel über seine Zivilisation zu erfahren? Anhang, Notizen über Proteana. Was mich auch gerade interessiert, die Sache dabei, die hatten die gleiche Zeit, um sich zu entwickeln während ihres Zyklus wie wir. Aber sie haben es so viel schneller geschafft und so viel besser und weiter vorangeschritten als wir. Das ist schon interessant. Verhörprotokoll Cerberus, Allianz Igitt, sehen Sie sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat. Psst, sie ist wach, Cerberus-Agentin, unverständlich. Wissen Sie, wo sie sich befinden? Unverständlich. Ist Ihnen klar, was für Schwierigkeiten sie stecken? Hey, ganz ruhig. Hören Sie, Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten. Das will ich Ihnen nicht leugnen, aber sie lässt bestimmt eine Lösung finden, wenn Sie uns helfen können. Explosion. Ah, hus, alles okay, aber verdammt nochmal. Sie ist tot, was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. Sowas wie eine Granate im Auge? Oh, scheiße. Ob die bei Cerberus alles sowas haben? Ja. Jack. Hey, Sanders. Wollen Sie sich nach den Kindern erkundigen? Sanders, wie geht's Ihnen denn, Jack? Jack, ganz gut. Wird das lange dauern? Ich habe ziemlich viel zu tun. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich einige Allianzfreunde dazu überredet habe, sich von den Biotech-Versteckern zu trennen, denen Sie und die Kinder bei Grimson Test getestet haben. Wir können ihn auf das Citadel abholen. Jack, verdammt, einer von den L3X1? Wissen Sie, was ich damit alles anstellen kann, wenn er erst einmal installiert ist? Ich kann es mir vorstellen. Passen Sie auf sich auf. Ja, ja. Und hey, danke. David, diese Nachricht wird dich nicht so schnell erreichen, außer du findest auf der Erde eine funktionierende Extranet-Verbindung. Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht mal halbfertig und sie ist das atemberaubende, komplizierteste Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünschte, du könntest sehen, was wir hier bauen. David, es gibt Hoffnung. Pass auf dich auf, mir zuliebe. Asik. So, in den Räumen hier ist sonst nichts. Crew-Quartiere, die reden gar nicht, leider diesmal. Falsche Etage. Ab ins Maschinendeck. Machen wir den Deck an. Eilmeldung. Eine Stadt mit 4 Millionen Einwohnern. Orbit zerbombt. Adelaide, Australien, existiert nicht mehr. Neue Aufnahmen von der Erde enthüllen den Plan der Reaper, große Industriegebiete anzugreifen. Welche Städte kommen als nächstes? Finden Sie es heraus bei Battlespace. Oh. Cerberus startet Stealth-Angriff aufs Sternsystem Shiel. Nein, zum Glück habe ich das laut vorgelesen. Müssen wir reden, Commander?
Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Ich denke, die werden wir früher oder später rauswerfen. Sonst wüsste ich nicht, warum es die Option gibt, weil noch wirkt ihr ganz normal. Jack? Du bist nicht Jack? Commander, ich habe mir Ihr Schiff angesehen. Was Interessantes gefunden? Jemand aus Ihrer Crew hat hier gelebt. Ich registriere Spuren von Zorn. Das war Jack. Zorn war Ihre Spezialität. Spuren Ihres Leids sind immer noch spürbar. Mir wurde gesagt, sie wollte sich an Cerberus rächen, als sie hier war. Ein Ziel, das sie dank Ihnen erreicht hat. Hoffentlich tun Sie dasselbe auch für mich. Wenigstens habe ich ein besseres Quartier. Während unseres Kampfes gegen die Reaper hatten wir keine Zeit, die Jugend etwas anderes als den Krieg zu lehren. Nur Narren trauern um den Verlust der Unschuld. Er ist unvermeidbar. Die Naiven wurden von der Galaxie noch nie belohnt. Commander, Commander. Okay, der wird also auch ab und an mal woanders auf dem Schiff sein. Das heißt also, Jack kriegen wir diesen Run wohl nicht mit. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Schade eigentlich, Jack wäre super. Okay, werdet jetzt hier nochmal ein Proteaner stehen, hätte ich mich gefreut, dass wir unsere Proteaner vermehren können. Aber gut, da ist leider kein zweiter. Commander, ich fühle mich furchtbar, weil ich sie in der Grissom Akademie einfach so im Stich gelassen habe. Es war ein direkter Befehl von mir. Ja schon, aber das macht es nicht besser. Ich bin nur froh, dass alles gut ausgegangen ist. Schön, Sie zu sehen, Commander. Schön, Sie zu sehen, Commander. Sind zwar nur kleine Story-Schnipsel, aber ich hab die mal gerne dabei. Hallo, Doggo. Redet ihr auch oder steht ihr da nur? Okay, die stehen da nur. James! Diese Jack ist echt übel drauf. Aber irgendwie heiß. Wenn man auf sowas steht. Also, Anderson und Sanders. Ein ungewöhnliches Paar. Mein Dad heißt mit Nachnamen auch Sanders. Weder verwandt noch verschwägert. Hey. Okay. Dann E-Mails. WG, danke. Von Stephen Hackett. Weitergeleitete Nachricht von Kali. Danke an Stephen Hackett. Hallo, Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken. Und Admiral Hackett hat zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tegel helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, wie viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben. Und wenn ich ihnen bei der Arbeit zusehe, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein ihnen. Miranda Lawson. Commander, ich habe von Ihrem Aufenthalt bei der Allianz gehört. Ich kann mir vorstellen, welchen Unsinn Sie sich ausgedacht haben, um Sie festzuhalten. Wir sollten reden, persönlich. Ist sicherer. Sie finden mich auf der Citadel, Bucht D24. Ja, unser nächstes Anlaufziel ist auch die Citadel, weil ich weiß, dass wir da jetzt ein paar Begleiter abholen können und wir auch eine Handvoll Nebenquests dort einsammeln sollten oder können. Und das machen wir. Aber, wie gesagt, erst in der nächsten Folge, euer Remscout rein.